Einen wunderschönen guten Abend, Ladies und Gentlemen. Willkommen bei Geschichten aus der Groove. Oder wie ich es nenne, Bayer Leverkusen gegen Bielefeld. Oder die erneute Zerfickung von Arminia Bielefeld, weil sie natürlich wieder verlieren werden. Wir sind jetzt schon auf Tabellenplatz 8, 7. Wir wollten nächste Saison international spielen und dann wundert man sich, warum ich von Bielefeld weg will. Aber Leihanfrage ist ja gestellt, ich habe noch keine Angebote bekommen. Ach ja, erstmal, ich muss in den Fokus. Kein anderer, sondern nur ich. Weil ich bin Gott. Ich meine, ich bin Groot. Das Hinspiel haben wir, glaube ich, 3-1 gewonnen gegen Leverkusen, aber das heißt gar nicht. Können auch jetzt richtig die Eier langgezogen bekommen. Weil Bielefeld ist meist nur in den ersten paar Minuten gut und danach geht... Natürlich, ich bin wieder im Fokus. Oh, ich darf die Ecke treten. Fühle dich getreten, Ecke. Warum wundert's mich nicht? Mich wundert hier fast gar nichts mehr. Ich glaube, Bielefeld hat in den letzten 5 oder 6 Spielen nur einen einzigen Punkt geholt. Nein, der ging vorbei, oder? Ja, der ging vorbei. Gott sei Dank. Hier sehen wir es nochmal. Aber er hat ihn zu sehr angeschnippelt. War er noch dran, ne? Nein, war er nicht. Den hätte er nie im Leben gehalten. Oder hat jemand sein Spielerdebüt? Mein, was interessiert mich das? Der ist von Leverkusen. Naja, besser raus als ein... Oh, unser Trainer schwitzt schon. Das ist nicht gut. Ist gar nicht gut. Und er blinzelt nicht. Er ist ein Cyborg. Er ist Robocop. Er ist Robotrainer. Ja, hat Ortega gut gemacht, hat er gut gemacht. So, jetzt aber hier ab nach vorne. Ja, ist klar, geht einmal einer dazwischen. Komisch, jetzt kann Bielefeld aber auf einmal wieder ein bisschen Fußball spielen. Das sieht ja schon fast nach Fußball aus. Glückwunsch! Ja, wir hatten hier... Jetzt aber die steht doch immer einer im Hintergrund, oder? Und eins... Nein, doch nicht. Ja, wenn ihr ihn... Genau das habe ich mir doch gedacht. Dann stellt sich einfach Leverkusen dazwischen so... Ach, ja, links, rechts, entscheidet euch doch endlich mal. So. Herr Gott, Margaret. Und hört auf mit diesem abgefuckten Kurzpassspiel. Ihr könnt es nicht. Aber ich fange selbst mit dem Scheiß schon wieder an. Oh. Herr Gott, noch eins darf nicht wahr sein. Hier. Sag mal, was macht ihr da für einen Zirkus-Scheiß? Na also. Jetzt lauf du. Was? Was? Trainer. Ein Abseits. Fick dich. So.
Warum das geil ist, ich stehe weiter vorne, hat so eine viel bessere Position. Nein, der Kollege muss ja den Ball nehmen. Sag mal, wieso probierst du die Tore zu schießen? Du kannst es nicht. Geh nach Mama und hol dich aus. Sorry, wenn ich ein bisschen aggressiv klinge. Ich bin vollkommen ausgeglichen. Kann doch nicht so schwer sein. Ich spiele hier auch mit der Gurkentruppe. Nein, ich meine, ich spiele sie nicht, aber die sind eine Gurkentruppe. Zumindest kommen sie vor wie Gurken. Auch wenn sie blau sind und nicht grün. Werden Gurken, wenn sie blau sind, nicht schlecht? Ich meine, wenn sie schlecht sind, werden sie dann nicht blau. Am Ziel vorbei. Höchst hässlich. So, nochmal eine Ecke. Die natürlich mal wieder nichts bringt. Na, jetzt. Oh. Ich sag nichts mehr. Das war eine hundertprozentige und er schießt genau auf den Torwart. Gott, die nächste Frisur, die ich kriege, ist eine Glatze. Weil ich mir die Haare ausgerissen habe, die grauen. Oh, Gladbach Bayern 1-1, Wolfsburg Leipzig 1-1, Bremen Hoffenheim 0-0. Und keine großen Plus-Minus-Dinger. Weiß nicht, ob mir das gefallen soll. Och Mann, wieso? Ich stehe 2 Meter, muss ich erst wieder einen Meter zurücklaufen. Ungefähr genau so. Aber nur mir wird's angekreidet. Also das ist Rassismus. Der Trainer ist ein verdammter Rassist. So, jetzt hab ich's ausgesprochen. Sagt, das macht er nur, weil ich weiß bin. So, und weiter geht's. Jetzt, ich weiß gar nicht, wer ist. Wir müssen von links nach rechts, glaube ich. Steht noch 0-0. Und Nürnberg spielt als nächstes gegen Leverkusen. Also wir schon mal nicht, weil Nürnberg haben wir schon hinter uns. Haben wir ja auch gegen verloren. Oh, Leipzig. Ach ja, Leipzig. Ja. Hust, Hust. Und Ballverlust. Ja, das ist typisch Arminia. Ganz typisch Arminia. So, den habe ich jetzt voll umgeholzt, weil ich es kann. Oh, David Silva und Shinji Kagawa? Wieso spielt der bei Leverkusen? Oh, Seufert und Fugesander, Klos und Prietl kommen. Oh, und das ist jetzt schon in der 56. Jawohl, wir haben den Ball zurückerobert und wahrscheinlich verlieren wir ihn auch gleich wieder. Ja. Yep. Nächstes Mal schließe ich eine Wette drauf ab. Ja, wie wär's, wenn der Herr von und zu Ortega da auch mal. Ah, alle Besowskis hier. Alario und Munir. Oh, Hartherz geht und Massimo kommt. Ist doch Massimo, oder? Ne, Mexa? Ich dachte, der steht schon auf dem Platz. Okay. Naja, unverhofft kommt oft. Ja Gott, lass dich doch nicht zustellen! Mensch, Leverkusener geht. Der war so schön für mich bestimmt, aber nein, so ein Vizekusener muss. Oh, geht doch.
Wieso macht er jetzt eine lange Flanke nach vorne? Na, warum habe ich das gesagt? Immer dasselbe mit der Arminia. Kann nichts. Nichts kann er. Ja, läuft doch. Weg damit. Ja, zu dem, der am meisten zugestellt ist. Da wird er hingepasst. Mama. Achso, der hat einen Arsch offen, der Vogel. Ja, den habe ich zwar toll abgefangen. Trotzdem sind wir noch ziemlich am Arsch momentan. Und jo, auf Kosten einer Ecke. Läuft. Und Taf. Komm, Florenzi geht. Und nächste Ecke. Okay, die Leverkusener Fans, die sind... Nee, Einwurf, okay, damit kann man auch ganz gut leben. Damit kann ich nicht gut leben. So, lauf. Lauf, 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 lauf. Oh, sag mal, was bist du für ein Vollort? Ey, Klos, bist du besoffen oder was? Kannst doch nicht so einen nach vorne geben. Geht doch nicht. Jetzt lasst euch... Jau, immer schön. Du Gefahr laufen, dass der Ball weggenommen wird. Genau wie jetzt. Hallo, ich stehe 10 Millionen Meilen frei. Oh, ey, die sind... Aber was ist mit den Bielefeldern los? Ging ja gar nichts auf die Kette. So, jetzt Fabian Klos. Pass und... Ach, das wird doch wieder... Ja. Naja, Vollidioten zum Teil. Vollidioten. Wenn man nach Idiot im Duden guckt, dann ist er ein Bild von Arminia Bielefeld zum Teil. Kriegen's nicht gebacken. Sowieso gleich Abpfiff. Ja, Abpfiff immerhin ein 0:0. Gebe ich mich nicht mit zufrieden. Absolut nein, voll und ganz und gar nicht. Ja, das war's dann jetzt auch mit diesem Spiel. Wir sehen uns im nächsten wieder. Bis dahin auch wieder geschaut.